Aller guten Dinge sind drei und damit herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel Let's Survive Minecraft. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Wir haben einen unglaublich guten Start hinlegen können und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Was haben wir in den ersten beiden Folgen gemacht? In der ersten Folge haben wir einen unglaublich guten Start hingelegt, unglaublich gute Ressourcen gefunden für den Anfang. In der zweiten Folge haben wir ein Dorf gefunden. Das war ein bisschen enttäuschend, nicht schlimm. Das kriegen wir alles kompensiert und wir werden ja auch mit der Zeit hier unsere Ressourcen sammeln, damit wir im Dorf quasi auch dann die Dorfbewohner hochleveln können. Am Anfang dachte ich, es gibt keine Dorfbewohner da, aber das hat sich ja dann nachher nicht bewahrheitet. Das ist schon mal sehr gut. Also das war jetzt hier wissen, wo das Dorf ist, wissen, wo wir hingehen können, wissen, wo wir da Loot bekommen und jetzt hier erstmal ein bisschen die Gegend schön machen, unser Haus anfangen zu bauen und dann kriegen wir das alles gut hin. Wir müssen auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen Eisen sammeln, das wäre mal ganz nice, ein bisschen Kohle sammeln, wobei wir hier mit dem Brennstoff ja doch jetzt relativ gut klarkommen. Zack, dann machen wir hier nochmal einen Betonblock. So, schwupp, wusste ich nämlich, dass das wird gut funktionieren, das ist schön. So, jetzt würde ich sagen, bauen wir nochmal hier eine Axt. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Aber wir wollen ja hier die Gegend mal ein bisschen schick machen, beziehungsweise hier einfach mal auch ein bisschen sehen, wo sind wir hier überhaupt. Weil das haben wir, das können wir in diesem dichten Bäume-Gewirrwarr, auch genannt Wald, nicht ganz so gut beurteilen. Ich glaube nämlich, wir haben wirklich eigentlich einen guten Spot gefunden hier für das Ganze. Und ja, beim letzten Mal wollte ich ja, im letzten Survival wollte ich ja so eine Wasserburg bauen. Schaut einfach mal rein in die zweite Staffel. Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Diesmal möchte ich keine Wasserburg bauen, sondern ich will einfach nur so ein Haus auf Stelzen, einen Wasserbau mit so einer kleinen Brücke dahin. Ich glaube, das ist ganz schön. Jetzt bin ich ja nicht der größte Baumeister, dafür brauche ich halt eher Lars oder Florian, die haben da echt wirklich Ahnung von. Aber es ist ein Let's Survive, Singleplayer Let's Survive, da muss ich da selber durch und wir sind schon in der dritten Staffel, das heißt, wir sind eine halbe Stunde lang nicht gestorben. Ist das nicht cool? Das ist nicht mega cool? Das ist keine Leistung, ich weiß. Aber hey, wir schaffen das. So, zack, den jetzt auch nochmal da drauf. Dann aber ein bisschen, kann das erstmal ein bisschen durchorgeln hier. So, das Ganze wollte ich ein bisschen planieren. Ich glaube, dafür ist aber noch zu früh. Ich wollte ja hier quasi so einen Weg so schräg, so dass man da einfach besser hinkommt. Besser. Gerade nicht der Beste. Ja, so, aber wir machen jetzt erstmal hier noch. Schwupp. Was haben wir gesagt? Auf 68 müssen wir hoch, ne? So, hier sind wir auf der 254. Kommen wir ein bisschen. Machen wir noch, ne? Dann Knick in der Optik. Sind die nicht auf einer Höhe? Doch, sind sie. So. Ja, ich glaube. Das Haus muss ja auch nicht riesig sein, ne? Also Lager und so, das können wir ja auch noch im Zweifel außen bauen. Muss ja funktional sein. So. Super. Da anpassen. Runter. Oh, ich hoffe, das ist jetzt auf einer Höhe. Da ist es auf einer Höhe und da auch. Oh, das wäre jetzt so ärgerlich gewesen, wenn wir das wieder. Oh. So. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir jetzt hier schon mal zumindest. Wir machen das mit Cobblestone. Das ist zwar total basic, ich weiß. Aber wir müssen jetzt auch erstmal überleben. So.
Ja, erstmal überleben und ausbauen und schöner machen und so weiter und so fort, können wir das Ganze natürlich immer noch. Oder fällt mir... Ah, oh, ich habe da eine Idee, aber ich weiß nicht, ob ich das umgesetzt kriege. Ich glaube, dafür habe ich halt einfach viel zu wenig Minecraft-Bauerfahrung. Und das müsste ich irgendwie in einem Creative Mode mal ausprobieren. Müsste ich mir die Welt kopieren und in den Creative Mode einmal setzen. Ah, das ist aber eigentlich eine geile Idee. Aber ich verrate noch nicht, was ich meine, weil vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich es aber auch nicht. Weiß es noch nicht. Nee, das funktioniert nicht. Nee, ich sehe jetzt schon, das funktioniert nicht. Das wird nicht funktionieren, leider. Aber gut, ist auch nicht schlimm. So, machen wir hier jetzt schon mal das hier hin, so. Bisschen Holz hier. Ein bisschen Holz, das verschönern. Können wir nämlich auch direkt... Zack, so. Direkt... Mal überlegen, hier, wie viele Blöcke haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen wir hier ja die Tür machen. So, und dann müssen wir da noch eine... Wobei man hätte auch eine Slab Bridge machen können. Außen kommen da noch Zäune dran. Oh, so. Und um Essen müssen wir uns auch noch kümmern, fällt mir gerade auf. Scheibenkleister, das müssten wir ja auch noch machen. Ja, gut. Kriegen wir alles repariert. Das kriegen wir alles hin. Dann müssen wir das Boot gleich noch wieder ranholen. Und noch irgendwie Brückenpfeiler basteln. Da graut es mir ein bisschen vor. Weil das, da bin ich einfach architektonisch nicht sehr begabt. Das muss ich leider sagen. So, da haben wir das hier schon mal, den Weg dahin schon mal gebastelt. Das ist gut. Wir haben aber genug Eisen für einen Eimer. Das heißt, wir können uns auch hier irgendwie Essen basteln. Ja, können wir doch hier schon mal anfangen, das so ein bisschen zu planieren. Dann können wir nämlich irgendwo hier so ein kleines Feld hinbauen. Das bauen wir später wieder weg, weil... ein größeres Feld haben möchte, aber wir müssen ja erstmal auch mit den kleinen Dingen zufrieden sein hier. Und das ist ganz schön. Wir werden ein kleines schönes Feldchen bauen und ein kleines Weizen an. Und ja, das wird cool. Das wird cool werden. Haben wir überhaupt schon Seeds? Nein, Seeds haben wir noch gar nicht. Okay, krass. Krass. Jack Offenbach. Der kann kaum. Ah, so ein bisschen klassische Musik dabei ist auch cool. Also wobei, klassische Musik ist ja tatsächlich, das ist ja hier eher Romantik. Ja, das ist schon expressionistisch, ich weiß es gar nicht. Vielleicht gibt es Musikexperten unter uns, die mehr Ahnung von Musik haben als ich. Schon Ahnung von Musik, möchte ich behaupten. Aber jetzt auch nicht so viel. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen... das machen wir auf jeden Fall nochmal, dass das ein bisschen grüner ist. So, dass wir zumindest da auch hochkommen. Ja, ist ein Seed. Das ist gut. Ein Seed ist schon mal besser als gar kein Seed. So. 1, 2, 3, 4. Das mal so. Yeah. Eimerchen haben wir jetzt. Sehr gut. Gleich wird das Inventar voll sein. Zack. Gehen wir auch gleich sofort schlafen, wenn wir das hier reingefringelt haben. So.
Achso, okay. Ah, jetzt geht's. Nein, doch nicht. Jetzt geht's. So, sehr gut. Ich wollte schon sagen. Ja, das muss auch funktionieren. Wir wollen ja keine Monster heraufbeschwören. Zu dem Zeitpunkt wäre das jetzt noch fatal. Zack. Zack. So. Füllen wir jetzt einmal mit Wasser nochmal auf. Wer weiß, wofür wir ihn brauchen. Und dann snacken wir uns einen Apfel. Oder auch zwei Äpfel. Machen uns einmal von mir aus auch so eine Steinhacke. Den brauchen wir ja an der Stelle erstmal nicht. Und dann hier schon mal das so machen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Seeds zusammen hier oben. Ich fürchte fast nicht. Es ist unglaublich wenig Gras hier. Ah, einen haben wir noch. Zwei. Komm. Vierten noch. Ja, wenigstens noch einen vierten zusammen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Vierten und fünften war es noch. Hm. Hey, das ist doch jetzt unglaublich. Ah, da. Ja, natürlich muss es jetzt auch noch anfangen zu regnen. Hm. Klar. Naja, gut, aber das ist gut für die Ernte. Also, sind wir mal ehrlich. Zack, da haben wir zumindest die erste Reihe. Schön. So. So, da bauen wir jetzt hier die. Muss man ja eigentlich noch gegen das Marodieren irgendwie da so Stone Bricks untersetzen. Stone Slabs drunter setzen. Aber wisst ihr was? Das ist mir jetzt für den Anfang auch zu aufwendig. Das Gute ist, es ist ja kein Kupfer, das oxidiert. Also das ist einfach nur Holz. Und da passiert ja nichts. Ich weiß, in Minecraft. In Physik hat sich Minecraft da ja noch nie so viel geschert. Also außer bei Sand und bei Kies. Und bei den, wie heißen die, Tropfsteinen. Das finde ich auch cool. Tropfsteine finde ich auch cool hier, dass die das gemacht haben. Da kann man ultra coole Fallen mitbauen. Sowohl von oben herabfallend, als auch von unten. Also nach unten gesehen, dass die Gegner oder die Mobs dann da reinfallen. Das ist ultra cool. Ja, mal gucken, ob man hier noch vielleicht eine Monsterfalle hinkriegen kann. Das wäre natürlich auch insane. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Das ist doch cool. Schon mal eine Basis. Basis. Ach ja, das wollte ich auch gar nicht. Ich würde ganz gerne jetzt, also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, vielleicht müssen wir jetzt auch wieder erstmal nochmal Holz. Wobei, meine Überlegung ist das gar nicht aus Holz zu machen, sondern die Überlegung wäre das vielleicht aus Cobblestone zu machen. Und zwar, jetzt, ich weiß, es ist nicht so schön. Aber. Also da ist jetzt keine Abgrenzung durch so einen Stamm oder so. Ich weiß, das ist so wirklich total basic. Aber ich glaube, das ist sinnvoll. Da rechts ist doch einer mehr, oder? Ich meine schon. Ist aber auch nicht schlimm, das ist eh asymmetrisch. So, das heißt, wir brauchen auch wieder Cobblestone. Gut. Nicht schlimm, nicht dramatisch. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Cobblestone soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich denke sowieso, dass Cobblestone nicht unser Problem sein wird. Also das wird total easy zu finden sein. Nochmal schnell einen Apfel gesnackt. Ja, mega. Das ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Sollen wir das so lassen? Ach, ist ja auch eigentlich wurscht. Hauptsache es hilft, ne? Also sind wir ehrlich. Hauptsache es hilft. So. Und damit würde ich sagen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen.
Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo machen wir euch jetzt wie immer ganz einfach, indem ihr auf den Button drückt, der oben rechts im Video eingeblendet ist. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, einfach auf den Button klicken, der unten rechts eingeblendet ist. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Let's Survive Minecraft. Ciao, ciao.